Moin Leute und damit ein herzliches Willkommen. Ich bin's Ace Cave und ja, wir sind endlich mal wieder in Minecraft. Ich habe endlich mal meinen Arsch auf den Sessel geschwungen und habe mir endlich mal gedacht, Junge, jetzt musst du mal langsam wieder an deine Zuschauer denken. Ich habe lange genug an die Schule gedacht. Jetzt ist es mal langsam wieder Zeit nach 3 Monaten. Ja, das ist traurig, mehr oder weniger eigentlich schon, dass man es nicht geschissen kriegt, regelmäßig Videos zu machen. Es tut mir auch wirklich mega krass doll leid, aber vielleicht kennt es der ein oder andere. Ich habe ja schon öfters gesagt, dass ich da und da mal nicht 1-2 Monate konnte wegen der Schule. Ist einfach das Problem und es ist ja auch fürs Leben, ja. Ich will ja auch, wenn das nicht mit YouTube hier weiter so erfolgreich klappt oder so, sage ich mal, will ich auch irgendwas dann nochmal später auf die Beine stellen, sage ich mal, ja. Und deswegen muss ich auch an meine Alternative denken, was ja nicht meine Alternative ist, was ja im Grunde genommen meine Hauptinteresse ist, sag ich mal so. Wie gesagt, es tut mir wirklich mega, mega doll leid. Vielleicht ist der ein oder andere noch bereit, mir zuzuschauen. Vielleicht der ein oder andere sagt der eine auch, nee, komm, das war's. Jetzt schon 4., 5. Mal ziehst du die Kacke ab. Jetzt ist mal Ende, du kleiner Hoden-Kobold. Nee, aber kann ich dann auch verstehen, weil irgendwie wäre ich genervt. Ich werde auf jeden Fall jetzt aktiv Videos machen wieder. Und Tag zu Tag kommt erstmal wieder ein Minecraft-Video, 20-minütig. Und dann werden wir mal schauen, was so abgeht oder was wir so machen können. Es ist Tag. Problem ist nur, ich habe nichts zu essen und ich weiß, da vorne steht ein Skelett unterm Baum, was nicht verbrennt. Ja, und das war's. Jetzt bin ich am Arsch. Ich brauche Essen. Verrottetes Fleisch, das ist, ja, weiß nicht. Also können wir essen, aber bringt ja nicht viel. Also holen wir uns als erstes mal ein bisschen was zu essen, um mal kurz ein bisschen klar zu kommen hier auch, weil ich auch generell nicht mehr weiß, was wir die letzte Folge getan hatten. Ich weiß so viel, dass wir mit dem Haus fertig geworden sind. So viel weiß ich noch. Und ehe ich jetzt hier alle Schweine schlachte, lasse ich lieber noch 2 da und werde die dann als Farm benutzen. Wo die genau hinkommt, ist noch eine gute Frage. Wir sind ja noch nicht mal fertig mit dem Hausbau, fällt mir gerade auf. Wir brauchen Holz da oben noch für eine Decke. Und wir wollten noch einen Balkon bauen. Da ich jetzt 3 Monate nicht da war, habe ich natürlich nicht mehr meine Ideen im Kopf. Das ist natürlich sehr schlecht. Ja, machen wir hier einfach das Fleisch rein, gibt man die Hälfte ab. So. Ja, ihr könnt generell gerne posten, was ich noch spielen soll jetzt neben Minecraft, weil ich habe ja jetzt eigentlich gar nicht mehr so Projekte am Start, weil so nach 3 Monaten, gut, Minecraft fange ich jetzt an nach 3 Monaten, weil da ist es einfach reinzukommen wieder. Also, ja, bloß in andere Spiele ist das so ein bisschen blöd. Zum Beispiel hätte ich jetzt irgendein Singleplayer-Spiel jetzt außerhalb von Minecraft. Natürlich ist ja auch ein Singleplayer-Spiel, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Meinetwegen sowas wie Skyrim, GTA oder sonst sowas. So wirklich, wo ich dann quasi die Story durchzocken müsste. Wo ich dann irgendwie nach 3 Monaten sage, oh, wir waren hier, zack, zack, dies, das, Ananas. Das kommt nicht gut. Also bei Minecraft ist das ja noch, finde ich, ein bisschen was anderes. Aber wenn ich jetzt irgendwie wirklich ein Spiel spiele, wo es wirklich um eine Story geht, dann hätte ich das durchspielen müssen. Also da hätte ich auch keine Pause machen dürfen oder sonstiges. Und deswegen schlage ich euch vor, wollte ich schon sagen. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr irgendwelche Projekte vorschlagt. Ihr könnt auch gerne, wie gesagt, jetzt jedes Spiel vorschlagen. Ich hatte mir auch schon überlegt, den Euro Truck Simulator, genau, den meine ich natürlich nicht, den American Truck Simulator zu holen. Weil ich habe sehr intensiv auch den Euro Truck Simulator 2 gespielt und bin sehr gespannt irgendwie, wie der American Truck Simulator ist. Allerdings weiß ich noch nicht, ob ich das mache. Also ich werde ihn mir auf jeden Fall holen. Ob ich ihn Let's Play ist eine andere Sache, weil ich nicht weiß, was euch hier wirklich noch interessiert oder generell, wer noch überhaupt zuguckt.
Im Grunde genommen habe ich ja schon mal gesagt, ich mache das eigentlich so nur für mich und für euch generell auch. Sprich, für mich in dem Sinne, mir macht es halt Spaß, Videos zu machen. Für euch, in dem Sinne, frage ich auch nach, was ihr sehen wollt. Und wenn mir das Spiel auch Spaß macht, dann spiele ich natürlich weiter. Sprich, ich mache es dann in dem Sinne auch für euch irgendwo. Deswegen weiß ich nicht, wer mir noch genau zuschaut. Ich kenne noch einige, die sehr aktiv waren. Ich weiß nicht, ob sie noch aktiv sind. Ich weiß ja nicht, wie das Video hier ankommt. Zu dem Zeitpunkt zumindest, wo ich es jetzt hier drehe. Im Nachhinein kann ich mir angucken, wer es sich angeguckt hat, beziehungsweise wer was kommentiert hat. Blubblibla. Ja, das ist so das, was. Jetzt weiß ich gar nicht, welches Holz hatten wir dafür. Das ist so das, was mich interessieren würde. Deswegen postet einfach mal irgendwie, wie ihr das findet oder ob ihr noch aktiv bleibt, ob ich aufhören soll, etc. etc. pp. Eichenholz. Wir werden es ja sehen, wenn wir da hinten gleich mal hinlaufen kurz. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob wir draußen auch Fackeln gemacht hatten. Ich glaube ja, aber ich glaube, ich habe die wieder abgemacht, weil das zu schräg aussah. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube es. So, dann holen wir uns mal ganz kurz Holz von da hinten weg. Auf jeden Fall kann ich jetzt wirklich sagen, dass es wieder aktiver weitergeht. Es kann sein, dass die ersten 2, 3 Tage aktiv sind und nach einem Tag oder so, ein Tag kommt mal nichts und dann der nächste Tag kommen dann irgendwie 2 Folgen oder so. Das liegt dann daran, dass ich mich erstmal einbefinden muss, so dass ich weiß, das und das oder beziehungsweise die Folge muss ich dann hochladen, weil dann passt es zeitlich auch, dass ich die andere Folge zu dem Zeitpunkt auch hochgeladen habe. Weil ich früher immer so einen Ablauf hatte. Sprich, ich hab jetzt hier nicht so eine NASA-Leitung, sage ich mal. Und deswegen muss ich einfach mal schauen, wie schnell und wie das alles ich das hier hochgeladen kriege. Und dann denke ich mal, so nach einer halben Woche bis Woche geht es dann wirklich aktiv weiter mit regelmäßigen Videos. Das sollte eigentlich auch gar kein Problem sein, in dem Sinne, aber wir werden es mal sehen. Auf jeden Fall würde es mich mega extrem freuen, wenn noch einige von euch zuschauen würden und mir auch weiterhin folgen. Weil, ja, ich weiß nicht, also mir macht es generell auch Spaß, aber ich meine, wenn ihr die Community in dem Sinne auch dabei seid und mitfiebert, Ideen postet, etc., dann macht es natürlich mehr Spaß, weil man hat halt Leute, ja, quasi mit die Welt aufbauen, die nicht in dem Sinne, in dem praktischen Sinne, aber in dem theoretischen Teil. Das ist so, was mich sehr freuen würde, sage ich mal so. So, wie viel haben wir jetzt? 25. Wir holen mal noch was. Wird schon wieder dunkel. Das ist schon. Ja, apropos Facecam, wollte ich heute auch machen. Aber da ich ja jetzt nicht mehr Fraps benutze, muss ich erstmal schauen, wie ich das mit dem anderen Programm so hinkriege, dass ich das synchron habe direkt. Und dass ich das dann irgendwie so auf einem Bildschirm habe. Also für euch ist es dann wahrscheinlich leichter zu sehen später, aber für mich halt nicht. Für mich ist es ein bisschen Arbeit und deswegen, es wird aber auch in den nächsten Tagen oder in der nächsten Woche mal kommen, dass ich dann wieder mit Facecam spiele. Ist vielleicht für den einen oder anderen cool, für den einen oder anderen auch nicht. Dann sagt er, oh, boah, Minecraft sieht ganz geil aus bei dir, aber boah, deine Fratze, Junge, boah, die macht dann das ganze Spielschema kaputt. Ja. So kann es sein oder auch nicht. Wir werden es sehen. Könnt ja mal schreiben, ob mit Facecam oder ohne. Oder viele sagen ja, ey, bei diesem Spiel nicht, weil man sieht dann oben rechts zum Beispiel die Minimap nicht. Also irgendwie so in der Art, ne? Wir werden auf jeden Fall irgendwie, denke ich mal, eine Lösung finden. Minecraft vor allem, denke ich mal, sollte eigentlich eine Minimap klar gehen, weil ja, ist ja jetzt nicht so, dass oben rechts und oben links was Wichtiges wäre. Es sei denn, ich hau irgendwie meine Minimap rein als Mod. Aber wie ihr mich kennt, ich bin der Klassikspieler.
Ich bin nicht so der Mod-Spieler und ja. Ist alles so eine Sache. Ja. Ist das hier nebelig? Nee, das ist ja Sonnenschein. Mondschein. Sorry. Wollen wir dann hochgehen und bauen? Würde ich mal sagen, wir machen erstmal ein Stack. Ich weiß nicht, ob es ein Minecraft-Update gibt. Ich habe einfach mit meiner Optifine und Shader-Version weitergespielt auf der 1.8.8. Ich bin natürlich auch ein alter Kauz, was das anbelangt, und ein Klassikspieler, wie eben schon mal gesagt. Also ich weiß es nicht, ob es eine neue gibt, weil ich lese auch nie die Infos. Da ich jetzt 3 Monate sehr inaktiv war, quasi man kann sagen, mein PC war 3 Monate komplett aus, bis auf manche Tage, wo ich ihn dann brauchte für die Schule. Und ansonsten war ich eigentlich nur auf Rolle. Ich war jeden Tag unterwegs. Das ist schon, irgendwann hast du dann, das war auch so ein Ding. Also manchmal habe ich mir schon so gedacht, hey, Monat hast du jetzt kein Video mehr gemacht, langsam wird es mal Zeit. Aber wenn du dann den ganzen Tag so unterwegs bist, 4, 5 Stunden am Laufen bist, auf irgendwelchen Messen oder auf irgendwelchen Shopping-Touren, Shopping-Trips mit der Familie oder mit der Freundin oder sonst was, und dann erst irgendwie um 10 zu Hause bist und morgens wieder um 5, 6 raus musst, da hast du auch keinen Bock mehr, bis irgendwie bis 1 oder so 2, 3 Stunden noch irgendwie was zu machen. Also klar, irgendwo hatte ich schon die Lust, aber ich habe dann so gedacht, hey, dann kommst du morgen früh nicht raus und morgen schreibst du noch eine Arbeit und dann dies und jenes, und es ist immer so ein Problem ist das. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, wie ich das mit dem Balkon mache. Ob ich das jetzt hier mit zumache? Nein. Oh, nein. Nein, ich dachte, nein. Bitte nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, und wir können nicht schlafen. Ganz toll. Das ist natürlich wieder. Ja, egal. Wie ich das mit dem Balkon mache. Ja, folgendes. Hier ist ja alles zu jetzt, ne? Gut. Ob ich das jetzt hier mit zumache oder ob ich das auflasse und dann mache ich hier irgendwie mal so einen Wasserfall oder so dahin. Aber das weiß ich noch nicht. Aber ich glaube, ich mache das hier mit zu. Also ich, na, ich weiß nicht. Frage ist natürlich auch, wie weit wir das machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also 6 müsste der Balkon. 7 mit dem anderen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann haben wir so viel zu. Oha! Ne, wir wollen nicht streamen. 6 zum Laufen. Wird auch 5 reichen eigentlich. Machen wir 5. Können wir jetzt natürlich wieder nicht. Weil die Kacke wieder am Dampfen ist. Haben wir den viel weggesprengt? Ich hoffe nicht. Ne, es geht noch. Wie zoome ich denn nochmal? Das wollen wir mal gerade gucken hier. Nee, das lassen wir mal sein. Ja. Grafik war das nicht. Oder doch? Wieso mich? Mann! Falls ihr das gerade gehört habt, das Tippen, das ist eine Uhr,
Wegen der Uhrzeit, Freunde. Mann, ey, das ist doch wieder was heute hier. Das ist die erste Folge, tut mir leid. Ja. Geteilt ist es nicht. Ja, Shaders ist es auch nicht. Animation. Auch nicht. Performance. Ist auch egal jetzt. Ist egal. Ja, was können wir jetzt noch hier machen? Eigentlich gar nichts in dem Sinne. Die Küche, wie wollten wir die denn nochmal machen? Ich mir gerade gar nicht sicher. Ich hatte Ideen. Die sind alle futsch. Das ist große Kacke. Hier, mein Arm ist draußen. Pack ihn dir. Ich wollte gerade sagen, wieso sie? Sehe ich da nichts? Na egal. Ach Mensch. Was hatte ich denn für Ideen, Mensch, Kinder? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube mal, irgendwo müssen wir ja noch Kisten hinmachen. Entweder machen wir die hier mit so dran und wir erweitern das. Entschuldigung. Oder lassen hier einen Gang und machen hier dann die Kisten und dann darüber wieder so eine Abzughaube. Oder? Hallo? Na du? Alles klar? Ah! Zoom auf C! Ah! Woo! Kopfschmerzen! Wah! Oder wir. Ich würde sagen, hier machen wir noch sowas, was in den Keller geht. Das könnten wir ja jetzt noch machen, schnell. Also nebenbei. Stellen wir uns mal hier noch hin. Haben wir denn noch Treppen? Nee, aber die können wir ja schnell machen. Zack, 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 zack. So, und los geht das. Jetzt ist die Frage, nee, machen wir noch ein tiefer, oder? Ja, so. Oder? Wie viel haben wir hier? Eins, zwei, drei, vier. Ja, das ist gut so. Geht ja noch ein tiefer, ne? Ja. Ja gut, so sieht das dann aus. Hier unten sieht man ja gar nichts. Kein Platz, kein Truhen, alles Kacke. So, dann können wir das auf der Seite natürlich auch noch gerade schnell machen. So. Eins, zwei, drei, vier. Zack. Jetzt können wir da hinten auch schnell die Erde einsacken. Ab in den Judesack, du! Sag einmal, spinnst du ein bisschen? So. Ja, doch, lassen wir mal hier eine dran. Hier spawnen dann keine Monster, ne? Ja, doch, machen wir mal lieber so. Sicher ist sicher. Und da reicht ja so eine. Stopp. Nein.
So. Zack. So. Perfekt. Dann hätten wir das schon mal erledigt. Und dann machen wir den Keller so groß wie das hier. Und dann machen wir uns da gleichzeitig ein Lager von, würde ich sagen, oder? Dann brauchen wir nicht extra noch ein Häuschen bauen. Wie sieht das aus? Ey, Scheiße. Oh. Du dreckige Schwein. Verschwinde bloß. Naja, egal. Gut, ich würde sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Ace Cave von Minecraft. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch wieder mit am Start seid und mich weiterhin verfolgt und unterstützt. Ich freue mich natürlich über jeden neuen Besucher und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, euer Ace Cave. Tschüss.